Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Nein, doch. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Tja, hallo Freunde, hier ist der Baumbaum und hier ist die nächste Doppelfolge Red Dawn. Die Russen sind wieder am Drücker. In der ersten Folge sehen wir Blaze Gaming mit seinem KV85. In der zweiten Runde sehen wir die ISU 122S. Und wir haben wieder einen blauen Spieler. Wir haben wieder einen blauen Spieler hier am Start. Naja. Ihr wisst Bescheid, ich habe euch das letzte Mal schon alles über die blauen Spieler erzählt, also da hat sich ja nichts dran geändert, da bleibt alles so. Wir sind auf der Karte Wadi in einem Standard, in einem normalen Gefecht und er ist hier, ja, was ist er hier, mit Tier, ne? Ist ein 7er Match ist das Ganze hier und wie hat er seinen Panzer bewaffnet, da gibt es ja auch mehrere Kanonen für den KV-5, er hat nur die 100 mm drauf. Ich glaube, für den kann man auch 122 montieren. Ja, ihr wisst, rausmontieren. Rausgehen, dran montieren. So rum war das. Ne? Ja, 100 mm und die bringen 170 Durchschlag, 250 Schaden. Wenn er APCR lädt, hat er 210 Durchschlag. Jo, KV85, was kann ich darüber erzählen? Also, früher war das ja der KV1S, ne? Ganz früher hieß der ja so. Dann haben sie irgendwann alles geändert und dann war das auf einmal der KV85. Und ja, ich bin irgendwie mit dem nie so warm geworden, mit dem KV85. Keine Ahnung warum. Ja, wie teilt sich das Ganze hier auf? Wir haben hier eine Arti pro Team. Der Gegner hat einen türkischen Tiger P, das ist auch geil. In seinem Team hier, guckt euch das an, ist irgendwas auch wieder fast nur Tschechen und so. Naja, gut, ein paar Deutsche sind ja wenigstens dabei. So. Wo geht's hin? Wo geht es hin? KV85 und vor allen Dingen, wo sind die Gegner? Hallo? Die sind alle nach Hause gegangen, wie es scheint. Hier ist kein Schwein. Aha! So, was macht er denn da vorne, der Panzer 4H? Der geht hier wirklich sehr offensiv zu Werke. Auto-Aim? Oder was? Nee. Da oben haben wir ein Nashorn. Wie sieht's aus, Nashorn? Oh oh. Also das verstehe ich jetzt nicht, ne? Et Nashorn kettet der nur. Jetzt pass auf, bei dem kommt er durch. Jo, das war ja wohl klar, ne? Auto-Aim ist drin. Ja, dann ist der auch weg. 3-1 steht's. Dass er beim Nashorn hier abprallt oder beziehungsweise nur kettet mit 100 mm, das Nashorn stand doch ziemlich seitlich. Also das, die Logik muss mir auch mal einer erklären. Arl 44. So, ne? Auch bei dem kommt er durch. 241 Schaden. Einwandfrei. Zweiter Schuss. Dritter Schuss, zweiter Treffer. Oder beziehungsweise dritter Treffer, aber zweiter Durchschlag nur jetzt. Oh, jetzt kriegen wir aber Gegner. Tiger 1 steht da vorne. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie mit dem Tiger hier veranstalten. Seitlich in den Turm, das wäre natürlich klasse. Oder hinten in den Turm rein. Und seitlich unten in die Wanne. Ja, da kommst du natürlich. Das ist hier natürlich jetzt wunderbar, der Tiger. Weil keine Ahnung, was der da macht. Der versucht hier dem KV-1S mit der Kanone nachzurichten. Und ich glaube, der Tiger hat einen Schuss abgegeben oder so. Also so kann man ja auch nicht spielen. Ne? Da muss ich ja doch versuchen, mit dem Tiger irgendwie zurückzusetzen und da wegzukommen. Guckt euch das mal an hier. Also E25, gut. Noch ein E25. Das sind natürlich jetzt Gegner, ne? Also E25, da musst du vorsichtig sein. Das ist ja, der wisst ihr ja mittlerweile alle, ne? Das Ding schießt ja wie eine Nähmaschine. So, mein Freund Blaze Gaming. Wo geht's hin? 1000 Schaden hat er auf der Uhr. Alles ist gut. Aber die E25, die haben sich hier hingegraben. Das ist natürlich gefährlich jetzt, ne? Da haben wir noch die Artis. Beziehungsweise die eine Arti. Ach, guck mal hier. Der fährt natürlich hier klasse. Super. Hier auch Stakill für den guten Blaze Gaming. Hier haben wir ein BDR. Und wo ist die Hummel?
Die Hummel schon raus? Nee, die Hummel muss da doch irgendwo stehen. Ah, jetzt kommt Verstärkung. Da hinten kommt Verstärkung. Ja, aber er versucht jetzt hier hinter den... Ja, der WDR hat keine Chance gegen den Sherman Jumbo. Doch! Aber hier haben wir ja noch einen KV-85. Hallo! Tschüssikowski. Zweiter Kill für ihn. Die WN8 kommt jetzt langsam so in die Gefilde, wo man sagt... Oh, 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 oh! Also das RAM-Manöver hätte ich jetzt gerne gesehen, ne? Gut, die Kanone des KV-85, der Turm, dreht natürlich jetzt nicht so super schnell, aber spätestens jetzt hat der VK verloren. Na, er kann hier zwar noch ein paar Hits setzen, aber... Oh! Junge! Da kannst du doch nicht vorbeischießen! Ja, ramm die Type weg. Oh Mann. Aber das kennt ihr bestimmt auch, ne? Das kennt ihr bestimmt auch, dass man in so einer Situation dann noch vorbeischießt. Naja, 1800 Schaden. Hier kommt der andere E25 jetzt. Der hat jetzt Blut geleckt. Junge, du kannst nicht so auf den KV-85 drauf fahren. Ja, alles klar. Danke auch, ne? Ja, Leute, das war ein schnelles Ründchen, würde ich mal sagen, mit dem KV-85. Die WN8 war am Ende bei 5200. Er hat insgesamt 4 Kills gemacht. Also kam mir gar nicht so schnell vor hier alles, ne? Das ging ja jetzt dann am Ende doch ratzifatzi. 2200 Schaden ungefähr, ein bisschen was gebounced und ein bisschen was ermöglicht. Wir gucken uns in der Auswertung an, was dabei rumgekommen ist. Bis gleich. Leute, hier sind wir in der Auswertung, ne? KV-85. First Gunmark hat auch oben dabei geschrieben, ne? Naja, also das war ja ein schnelles Ründchen. Jetzt gehen wir mal gerade direkt hier hinten hingucken. Die hat nur 5 Minuten gedauert, ne? Also ging schnell. Und er hat doch eigentlich ganz, war jetzt, also keine überragende Runde, würde ich mal sagen, aber auch ohne Premium noch gespielt, ne? Ja, Panzerass ist das trotzdem gewesen, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Für diese Runde mit den 4 Kills und den knapp 2200 Schaden hier, das hätte ich jetzt also echt nicht gedacht. Er hat auf jeden Fall die erste Gunmark auf seinem KV-85. Glückwunsch dazu. Und ja, ihr seht, es war ein Heiligabend auch, ne? Wie die letzte Runde hier, die ich da hochgeladen hatte. Der Cromwell B. Mit seinem gedeckten Gabentisch, das war ja auch ein Heiligabend, ne? Ich hätte auch mal an Heiligabend fahren sollen. Aber das ist ein anderes Thema. So, wo sind wir hier? Wo, wie, wo, was? 2150 Schaden, also wie gesagt, knapp 2200 Schaden. Erfahrungspunkte hat er 1091 gemacht, 4 Kills. Das Ganze hat gereicht, Leute, für ein Panzerass auf dieser Karre zu fahren. Das habe ich nie geschafft. Der KV-85, den habe ich noch nicht gemeistert. Ja, bis heute nicht. 14 Schüsse hat er nur abgegeben, davon haben aber allerdings 12 getroffen und 11 sind durchgegangen. Schade, das war auch zum Schluss hier dieser eine Schuss auf den VK. Den hat er, ne, da hat er einen Schuss zu viel gebraucht, sag ich mal, ne? Der hätte andere Schuss, der hätte sitzen müssen schon. Aber es ist auch so ein Panzerass geworden. Also da braucht man nicht rumzumerkeln und was habe ich jetzt Merkel gesagt? Ja. Also da braucht man nicht rumzunörgeln. 2150 Schaden. Ja. Alles andere hat noch 135 geblockt und 413 Assist Damage hat er gemacht. Ja, 20.000 hat er rausgekriegt und mit dem ersten Tagessieg waren es dann 2182 Punkte. Das war jetzt keine Weltklasse-Runde, aber Leute, ich habe euch gesagt, schickt mir eure Runden, ich gucke sie mir alle an und wenn ich der Meinung bin, anhand der Auswertung, dass ich die bringe, und dann bringe ich die auch. Ne? Ich habe jetzt allerdings noch was zu sagen. Ne, das sage ich euch nachher, nach der zweiten Runde. Wir sehen uns gleich nach der zweiten Runde dann nochmal. Ne? Also hier zum Bequatschen. Tja, Leute, und hier sind wir in der zweiten Runde. Hier sind wir unterwegs mit Golddigger aus meinem Clan und er fährt die Isu 122S. Die gab es auch im Adventskalender jetzt wieder. Ein, ja, 7er Premium TD und mit dem Ding ist er hier auf der Karte Morovanka im Begegnungsgefecht. Top Tier. Ich habe mir die Kiste nicht geholt. 122mm Kanone, 175 Durchschlag, knappe 400 Schaden und 217 Durchschlag mit APCR. Scherenfernrohr drauf, gehört sich so, ne, für so ein TD. Und Artis haben wir keine auf dieser Karte. Das ist doch ein Gedicht, ein Träumchen ist das doch für jeden TD-Fahrer.
Jetzt gucken wir mal, ob der Golddigger hier genauso eine schnelle Runde hinlegt wie davor der Blaze Gaming mit seinem KV85. Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Im Moment visiert er nur seine eigenen Teamkameraden an. Wäre natürlich immer geil. So eine Runde würde ich natürlich nicht bringen, Leute. Ist ja klar. Aber okay. Der gute Golddigger hier oben noch mit dem schönen Maschinengewehr oben drauf. Genau angucken, das Ding hier. Ja, geht in eine doch etwas... ich sehe den gar nicht. Ich habe doch jetzt eine Brille und trotzdem sehe ich, die Karte ist so klein. Ne? So, ja, er fährt dann doch in eine etwas weit zurückliegende Position und pirscht sich jetzt langsam an den Hügel hier heran. Ihr wisst das, wenn es hier keine AT gibt, stehst du hier als TD natürlich Weltklasse. Möglichst nicht aufgehen und dann kannst du hier richtig böse Kellen austeilen und in diesen Cap-Kreis beim Bewegungsgefecht. Ja, was ist denn heute los? Beim Begegnungsgefecht ist es ja so, dass du die weiße Flagge erobern musst, für jeden, der das immer noch nicht weiß. Ja, manche gucken auch nicht auf den Modus, wenn sie irgendwie im Spiel ankommen und die fahren dann ins Gegner-Cap und da ist dann keiner. Ne? Ja, der wäre schön gewesen. Denkt dran, ne? Immer. Weiß immer erstmal auf die Map gucken. Manchmal merkt man das auch dann erst, was man hier für einen Gefechtsmodus hat. Das heißt also, Begegnungsgefecht, pass auf, der Jagdpanther zieht dich bestimmt. Gut, der Jagdpanther ist Geschichte. Schön. Die Su-152 hat eine schöne erste Kelle rausgeekelt. So. OI experimentell sollte natürlich für den... Mann mit der ISU 122 ist auch kein Problem sein, oder? Jetzt fährt der da weg. So, was ist denn hier mit dem Skoda? Das ist doch auch ein potenzieller One-Shot, oder? Der OI ist nochmal zurückgefahren hinter den Hill. Aber da guck mal hier, da kommen noch wundervolle Ziele, oder? KV1 bleibt mit 9 AP stehen. Der hat keinen Bock mehr. Also der hat jetzt keinen Bock mehr. Oh, der kann auch jetzt gleich in die Garage. Tschüss. So. Was haben wir hier? KV1S. Das ist auch nicht viel mehr. Oh, schade. Jetzt schießen. Ja, jetzt campt das Ding. Jetzt campt das Ding. Und der bleibt auch noch stehen. Leck mich am Zylinder. Das gibt's doch gar nicht. Schießt er dem in den Turm rein? Weg. OI experimentell. 440 in den Turm. Guckt euch das mal an. Die haben doch alle keinen Bock mehr. Also. Junge. Du. Auto-Aim, da schießt er natürlich möglichst auf die Mitte des Panzers und da ist ein Hügel. Jetzt haben wir wieder den Bug mit dem Fadenkreuz. Seht ihr das? Seht ihr das? Da hinten ist das Fadenkreuz, ganz links. Das kriege ich jetzt nicht mehr. Ja, gut, er kann nicht anvisieren. Jetzt guckt mal, jetzt gehe ich mal in meine Sicht. Na. Seht ihr da hinten das Fadenkreuz? Das ist ein Bug, Leute. Das ist kein Advanced Auto-Aim, da steht auch keiner mehr. Na? Das ist ein Bug. Na? Ja, das ist also so ein Replay-Bug. Ist im Übrigen eine 9.16er Version, also nicht mehr die aktuelle Version. Und es kann, seht ihr, guckt euch das an hier. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Also, leider haben wir jetzt kein Fadenkreuz mehr vor uns. Wir müssen jetzt auf unseren Instinkt vertrauen. Er hatte natürlich im Spiel noch ein Fadenkreuz, ist klar. Aber wir müssen hier jetzt auf unseren Instinkt vertrauen. Ja, da steht ein Haus. Ach so, er schießt ja dahin. Aber da hinten ist doch keiner. Da müsste irgendwo ein dicker Max stehen. Seht ihr das auf der Karte? Ist natürlich geil, ne? Ohne Fahren, ja, da hinten ist die Karte zu Ende. Da kannst du nicht hinfahren. Einen kleinen Betriebsausflug nach rechts machen hier zum Bauernhof. So, wie sieht's aus? Wir gehen einfach mal mit der... Dabei eh kein Fadenkreuz mehr haben und eh nichts mehr sehen. Können wir ja mal so... Okay. Sag mal. Ach, ich wollte hier rauszoomen, das geht nicht. Also... Das Maximum im Moment. 9-9, das wird ja nochmal spannend, ey. Die hatten doch so klar geführt hier, oder? Naja, guck mal doch mal. Er schießt. Oh, das Fadenkreuz ist wieder da, Leute. Guck mal. Oder? Nee. Ja, es ist echt scheiße und traurig. Mit diesem. Ja, aber hier haben wir doch. Zack. Vielleicht ist es jetzt das Fadenkreuz auch wieder richtig, ne? Oh, der AMX AC46, dieser Franzose. Ne, ihr seht's, ne? Das Fadenkreuz ist nicht in Ordnung. Er schießt immer noch in die Mitte des Panzers, der jetzt hinter dem Hügel verschwunden ist. Es steht 10-10 und sein Team ist hier am Cappen. Das sieht so aus, als würden sie hier gleich durch Cappen gewinnen.
Schadenstechnisch kann ich euch jetzt leider ohne sagen. Es sind noch 19 Sekunden und dann haben sie gewonnen. 11-10 steht's. Kriegt er hier noch irgendwas vor die Flinte? Weil wenn der AC jetzt hier oben hochkommt, dann kracht es aber. Ja, die haben gedecapped. Okay. Jetzt wird's hier nochmal spannend, Leute. 11-11 steht's. Und da hinten steht noch irgendwo der dicke Max. Denkt dran. Da ist er. HE-Granaten hat er geladen. Ja, da gibt es dann 550 Tschüssikowski, würde ich da mal sagen. Vierter Kill und ein bisschen Wunderheilung hat er noch gemacht. Ja, der 46er will es wissen. Also diese Isu hier ist also auch echt, also mein lieber Mann, der teilt ganz schöne Kellen aus. Nicht schlecht. So, was hat er jetzt vor? Er ist auf jeden Fall One-Shot. Wenn er sich noch eine fängt, ist Feierabend. Aber ich glaube, er will den Skoda jetzt hier rauskegeln. Nee, er geht auf den AC. Der AC guckt doch nicht. Tschüss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Jetzt versucht der Skoda hinter ihn zu kommen. Nee, er guckt gar nicht auf ihn. Mein lieber Skoda, ich glaube, du gehst jetzt auch in die Garage. Es geht hier um den Krieger. Es geht um die Kriegermedaille. Komm, gib Gummi. Jawohl. Krieger ist drinne und das Ding ist gewonnen. Leute, das. Ja, zack. Das war die Isu 122S. Wenn sie wieder im Shop drin ist und ihr jetzt Geschmack da drin gefunden habt und sie euch zum letzten Mal nicht gekauft habt, dann könnt ihr sie euch ja dann kaufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das Ding kostet. Aber ihr habt gesehen, was der für Kellen raushaut. Und was das jetzt im Genauen war und wie viel da genau rausgekommen sind bei diesen monströsen Hits, die er gelandet hat, das gucken wir uns jetzt in der Auswertung an. Also bis gleich. Tja, Leute, und hier sind meine Auswertung von der ISU-Runde. 6 Kills, 3000 Damage, ISU 122.5 heißt die im Übrigen, nicht 122S. Ja, erste Klasse ist das hier nur geworden. Komisch, ne? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Panzerass würdig hier. Aber so sind halt die kleinen Unterschiede von Panzer zu Panzer, ne? Großkaliber Krieger noch mitgenommen. Ah, war halt eben, ne? Ist noch eine 9.16er Version und war am 12. Oktober. Nicht an Heiligabend. Hätte er an Heiligabend gespielt, wäre dann ein Panzerass gewesen. Gehe ich mal schwer davon aus. So, 122. Hier steht jetzt wieder S, ne? Also heißt es doch S, dann hat er sich nämlich hier verschrieben. Da ist ja auch egal, ihr wisst jetzt mittlerweile, um welches Fahrzeug es ging. 3000 Schaden, 6 Kills, 1136 Erfahrungspunkte. Ja, gibt es noch irgendwas? Gottlieb, was ist los? Da war nichts hier, ne? Gottlieb. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts zu erzählen, zu gucken. 18 Schuss hat er rausgehauen, 11 Treffer, 10 haben auch penetriert, das sind 3000 Schaden. Ja, der Rest ist eigentlich dann eher nicht so zu erwähnen. Er hat mit Premium gespielt, kriegt 76.000 Piepen raus, davon 47.000 nochmal überwiesen. Und durch den Tagessieg und den Premium-Bonus gibt es dann 3750 Erfahrungspunkte. Ja, Leute, was ich euch noch sagen wollte war, ich nehme ja alle Replays von euch an, das wisst ihr, das sage ich ja immer und immer wieder. Aber bitte schickt mir dann keine Replays mit einer dritten Klasse und sonst gar nichts. Ja, also, das ist äußerst schwierig, so ein Replay hochzuladen, weil die fährst du ja in der Regel ja ständig. Ne? Ich versuche, die Replays immer irgendwo zu verarbeiten und so in meinen Formaten unterzubringen, dass man sie auch auf jeden Fall bringen kann, dass irgendwas dran ist, was cool ist. Und ja, aber ich denke mal, eine dritte Klasse mit 0 Kills oder so, das machen wir nicht. Ne? Also die kann ich echt nimmer bringen. Das geht nicht. Es sei denn, es ist ein Volltreffer von der Arti. Dann nehme ich auch das. Ne? Das können wir dann schicken. Ansonsten, wenn euer Replay bis heute noch nicht gelaufen ist und ihr habt es mir schon vor 3 Monaten geschickt, kann es sein, dass es immer noch kommt. Denkt dran. Ne? Also ich muss da immer so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen Plan gemacht und wann ich welches Replay bringe. Und dann kann es auch sein, dass eures mal ein bisschen länger dauert. Ne? Dass eures kommt. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier 2 Runden Russenpower und bleibt mir treu.
Nehmt euch ein Abo, lasst einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bambam und hier ist nächste Red Dawn Replay sozusagen. Ne? Bis dahin, Tschüssikowski.